Willkommen zurück zu Let's Play Day of the Tentacle. Was ist passiert? Die Leute von der, wie heißen die gleich? Finanzamt sind vorbeigekommen, oder besser gesagt vom Finanzbüro, und wollten sich mal die Bücher angucken. Daraufhin haben wir den Professor, der leider eingeschlafen ist, weil wir ihm entkoffinierten Kaffee in die Hand gedrückt haben, mit der Mumie hier verwechselt. Und jetzt schauen wir, dass wir wieder am Seil ziehen, um den Professor rauszubekommen. Nö, den Fehler mache ich nicht noch einmal. Autsch, das muss wehtun. Dr. Fred, sind Sie okay? Dr. Fred, ich bringe ihn besser ins Labor. Tja, jetzt habe ich ihn hier, aber er ist bewusstlos. Kein Problem. Kaffee hilft. Das hilft bei jedem. So, was haben wir hier? Entkoffiniert und normal. Trink das. Verdammt guter Kaffee. Fein, freut mich. Dann schicken wir ihm doch nochmal das Ding zurück. Und hoffen, dass er das Teil unterschreibt. Einfach mal so. Ich habe hier einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Gut, dann halt. Dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Ja, das sieht man natürlich. Dass er gerade damit beschäftigt ist, die Menschheit zu retten, mit Handreiben. Können Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Aber die ganze menschliche Rasse ist in Gefahr. Natürlich. Deswegen denke ich doch schon die ganze Zeit darüber nach. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Auf ein neues. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Oder ich werde verrückt. Unterschreiben Sie, oder ich werde echt verrückt. Und was dann? Bist du nicht mehr mein Freund? Ha, ha, ha! Letzter Versuch. Können Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ah, ich lasse Purpur für verrückt erklären verhaften. Ich starte eine Petition zur Verbannung aller Tentakel. Ich bestach Purpur... Ich kann nicht. Hey, bist du in einem Verein? Ah, das ist ich starte gut. Eine Petition zur Verbannung aller Tentakel. Prima. Wo soll ich unterschreiben? Lol. Genau hier. Nun, viel Glück. Tja. Einfacher ging's nicht. Los. Jetzt tu das Beste. Mit dem Zeugs. Denn wir müssen Geld aufs Bankkonto bekommen. Und mit Geld im Bankkonto kriegen wir auch einen Kristall. Vielleicht sollten wir eine Regel hinzufügen, dass man kein Abwasser ins Wasser einleiten darf.
Wer würde so etwas denn überhaupt machen? Okay, hast ja recht. Ah, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Das wird in 200 Jahren echt behilflich sein. Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger. Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Fräulein, bitte ein Reisebüro. Das ist ein Notfall. Wenn er wüsste, wer gerade das Schweizer Bankkonto in den Händen hat. Ja, ganz sicher nicht, der gute Fred. Es wird Zeit, uns einen Diamanten zu kaufen, würde ich sagen. Pantoffelkino Teleshopping, Wanda hier. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit. Sofort ist er da, Service. Danke für Ihren Anruf. Na, perfekt. Na, das ist Service. Yep. Na klar, einfach so draußen ein Päckchen lassen. Ich bring das besser gleich zu Dr. Fred. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Können wir jetzt meine Freunde zurückholen? Wir haben das Hauptgerät repariert. Aber bevor wir etwas machen können, müssen beide Zeitkapseln fertig sein. Dann können wir die beiden zurückbringen. Hoagie und Laverne. Ja, nette Leute. Das ist gut. Das Problem haben wir zumindest schon mal nicht mehr. Ah ja, der Lachkasten muss noch rüber. Den Trichter brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Och ja, warum nicht auch gleich die Zaubertinte rüber? Brechstange, glaube ich, brauche ich nicht mehr. Bei Laverne wird es ein kleines Problem geben. Ich komme hier immer noch nicht runter. Jetzt wo wir hier... Hallo schwarze Katze. Ich kann da nicht näher ran. Zu langweilig. Okay. Wir brauchen irgendwas... Irgendwas... anderes. Vielleicht finden wir das hier? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Schauen Sie wir uns das jetzt mir, mal an. Mir. Die Poweranzeige steht auf Null. Das ist natürlich schon ein bisschen uncool. Aber wir haben da jemanden, der will doch...
der möchte doch Strom haben. Bitte, ich konzentriere mich. Was passiert eigentlich, wenn wir... Oh, super. Dumm-di-dumm. Sieht nach einem großen Sturm aus. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Hey, Ben. Oh, du bist es. Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Zurück zum Zeichenbrett. Was für ein Genie. Auf jeden Fall. Aber das passt sehr gut. Denn so könnten wir sicherlich die Batterie in seinem Drachen verstecken. Jetzt muss ich nur die richtige Tür finden. Die war es nicht. Die ist es, die zweite. Yep. Hi. Keine Zeit. Ich mache Geschichte. Okay. Wenn es nicht leicht und wasserdicht ist, dann will ich es nicht. Leicht und wasserdicht? Er ist jetzt mit dem Dingens rausgegangen. Wenn es nicht leicht und wasserdicht ist, dann will ich es nicht. Seltsam, seltsam. Was können wir hier bei ihr machen noch? Wir könnten... Waren wir da schon in der Tür drin? Ja, waren wir. Zwinger, die Tür, da geht's nach oben. Gucken wir uns hier nochmal um. Ich muss wohl irgendwo irgendwas übersehen haben. Ja! Tut mir leid, dass ich dir das antun muss, aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Bam. So, jetzt schließen wir die Tür. Hat natürlich einen Grund. Ich hoffe einfach mal, dass der jetzt tiefgefroren wird und 200 Jahre in einem Eisschrank bleibt. Muhahaha. Gehen wir nochmal hier rein. Okay, sieht nach nichts aus. Was ist hier die Treppen hoch noch? Was glaubst du, was die Dodgers machen? Nun, ihr Gewonnen-Verloren-Verhältnis ist 28% unter Normal. Trotzdem sind sie seit Mai um 3 Punkte gestiegen. Ich habe bemerkt, dass sie sich nach einem Flugball ganz gut machen, wenn der Werfer Linkshänder ist und eine... Oh, wie langweilig. Football. Oder war das Baseball? Ich weiß es nicht. Aber hier sieht's gerade nach nix aus. Leider. Hier war auch nix. Glaube ich. Hoffe ich. Na gut, gehen wir nochmal zu ihr und hoffen, dass die, dass unser kleiner Freund angekommen ist. Haha.
Gucken wir mal rein. Hm, sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Perfekt. Oh. Ih, ist das kalt, glaube ich. So, ja, das haben wir. Naja, wie kriegt man einen Hamster aufgetaut? Na, Kinder? Ich weiß es. Und das ist alles andere als nett. In einer Mikrowelle. Macht das niemand zu Hause nach? Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Oh oh. Das war witzig, aber nur weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Also macht es nicht. Na, das klingt doch nett. Also, hört auf die gute Laverne. Aber es gibt hier noch ein kleines Problem. Ein klitzeklitzekleines Problem. Ich muss überlegen. Und zwar... Einmal der gute Mann hier ist ein Problem. Ist hier irgendwas auf dem Dachboden noch? Eine Katze? Aber die interessiert mich irgendwie nicht. Hier haben wir noch die beiden Freunde. Die beiden Freunde haben wir noch. Wie sieht denn das hier unten aus? Reden wir nochmal mit Red? Hey! Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Oder vielleicht auch nicht. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Das klingt doch gut. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du. Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Toll, was erfindest du denn überhaupt? Was erfindest du? Das ist ein neuer sitzunabhängiger Schließmechanismus, basierend auf einer Kreisgeometrie. Aha. Okay. Bis später dann. Meinetwegen. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Hey, nichts gegen die Haare. Ich habe auch lange Haare. Schauen wir hier nochmal rein. Ja, gucken wir nochmal hier in diese Kajüte. Vielleicht finden wir hier nochmal irgendwo was. Ah, ich habe so eine Idee. Eine Idee. Besser nicht.
Wir packen den Pulli in den Trockner. Pullis im Trockner sind nämlich immer ganz toll. Weil was passiert mit Pullis in Trocknern? Sie laufen ein. Und was machen Pullis in Trocknern, die auf Geld passieren, bei den 25 Cent 30 Minuten dauern? Wow. Sie scheuern rund 200 Jahre lang. Und? Oh, süß. Sind so klein, dass man sie am Hamster geben kann. Aufwärmen. Supi. Haben wir zumindest dieses Problem schon mal gelöst. Und zwar ein Hamstergenerator war das ja in Edisons Büro. Nicht Büro, sondern in seinem kleinen Ding. Schauen wir uns hier draußen nochmal um. Da haben wir diese Katze. Und noch mehr Kram. Okay, wir machen hier erstmal einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Day of the Tentacle. Insofern erstmal einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen und der dufte Typ verduftet erstmal.